1968, ein Jahr der Veränderung. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es für die Universitäten kaum systematische Möglichkeiten, mit ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Förderung für gemeinsame Forschung an einem selbstgewählten Thema einzuwerben. Doch dann startete die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Programm, das die Zusammenarbeit von Forscherinnen und Forschern in Verbünden fördert. Die Sonderforschungsbereiche, kurz SFB genannt. Dieses Programm hat seither mit seiner langfristigen Unterstützung für herausragende gemeinsame Forschung inhaltliche Schwerpunkte an den Universitäten und mithin am Wissenschaftsstandort Deutschland gesetzt. Ein weltweit ziemlich einmaliges Förderprogramm. Ohne den SFB glaube ich nicht, dass ich jetzt stehen würde, wo ich jetzt stehe. Als Trendsetter stehen den Sonderforschungsbereichen viele weitere gute Jahre bevor. Das Großartige an einem SFB ist nach meiner Auffassung, dass man mehr lernt, als man lernen würde, wenn man allein arbeitet. Sonderforschungsbereiche sind natürlich auch ein Magnet. Der SFB ist auch etwas sehr Solidarisches. Sehr interessante, flexible Förderungsinstrumente, um kollaborative Forschung zu fördern. Professor Dr. Peter Strohschneider ist Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Sonderforschungsbereiche sind ein besonders produktives Programm zur Organisation von Verbundforschung. Primäres Ziel ist, allerbeste Forschung zu ermöglichen. Es muss ein Kreis ausgewiesenster Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, die sich zusammentun, die sehr gut koordiniert sein müssen. Dann gibt es immer schon das mit der Förderung bester Forschung verbundene Programmziel, Strukturbildungswirkungen an Universitäten. Und dazu gehören dann zu den Programmzielen, und das hängt mit der Strukturbildungswirkung aufs Engste zusammen, gehört zu den Programmzielen die Förderung von unterstützenden Strukturen, also der Gleichstellung des Datenmanagements, der Nachwuchsförderung und so weiter. SFBs sind, sagen wir, Schwerpunkte in dem Sinne, dass sie gravitierend wirken, dass sie andere Forschungsprojekte anziehen, mit beeinflussen können. Und man kann an vielen Stellen beobachten, wie die Einrichtung eines Sonderforschungsbereichs und dann nicht selten auch die Einrichtung eines in einem verwandten Gebiet angesiedelten Nachfolge-Sonderforschungsbereichs über die Jahre und Jahrzehnte hin wissenschaftliche Schwerpunkte tatsächlich strukturell ausbilden an Universitäten. Der Bund ist ein zentraler Geldgeber der DFG und somit auch der Sonderforschungsbereiche, deren Förderung gut 20% des Gesamthaushalts der DFG ausmacht. Wie schätzt Anja Karliczek als Bundesforschungsministerin die SFB und ihre Wirkung ein? Die Sonderforschungsbereiche spiegeln die große, faszinierende Vielfalt der Wissenschaft. Bund und Länder stellen der DFG hierfür gemeinsam die Mittel zur Verfügung. Wissenschaftliche Kooperationen zwischen verschiedenen Fächern und Instituten, Internationalisierung und eine besondere Förderung für besonders exzellente Forschung. Seit 1968 haben sie Standards gesetzt und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland heute ein international herausragender Standort für Forschung ist. Die Bremer Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt ist derzeit Co-Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, die die Forschungsförderung von Bund und Ländern koordiniert. Mit den Sonderforschungsbereichen können in den Bundesländern die Universitäten ihre Forschungsstärke profilieren. Sie können sich wunderbar weiterentwickeln und somit kann aus den Bundesländern deutlich werden, welche Forschungsstärke in Deutschland existiert. Über die Sonderforschungsbereiche haben wir immer ein Hineinwirken in die Zivilgesellschaft und auch mit der Wirtschaft haben wir natürlich immer Formen der Zusammenarbeit. Insofern können wir sagen, dass auch über die Sonderforschungsbereiche die regionale Wirtschaft mitgestärkt wird. Der Erfolg eines SFB steht und fällt mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. An der Uni Köln forscht die Dermatologin Karin Niesen, eine international gefragte Expertin für Alterungsprozesse der Haut. Sie leitet den seit 2009 bestehenden SFB 829.
Ein Vorteil von den SFB ist, dass man eigentlich Leute mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Expertise zusammenbringt, um ein großes Thema zu überarbeiten. Jeder hat da sein eigenes Unterthema, wo er Spezialist ist. Aber weil den SFB dann viel Austausch ist, hat man dadurch die Möglichkeit, von den anderen zu lernen und damit auch andere Ansätze zu wählen und vor allem zum Beispiel ein molekularer Ansatz, ein zellulärer Ansatz, ein Gewebeansatz. So man erlaubt eigentlich, die Leute zusammenzubringen. Und dafür, wenn man das nicht hatte, würde man wahrscheinlich viel weniger Interaktionen mit diesen Leuten erstmal haben. Ich ermögliche A, Spitzenforschung zu bündeln, aber vor allem auch, dass man neue Talente, die interessiert sind in genau dieses Thema, eigentlich international rekrutieren kann. Und das hat unsere SFB zum Beispiel, wir haben sicherlich 3-4 Leute nach Köln kriegen können, weil wir hier diese SFB, die spezialisiert ist auf Haut, da ist. Und das ist auch ein sehr großer Vorteil von so einem SFB, wo man eigentlich Schwerpunktbildung macht. Sonderforschungsbereiche ermöglichen Spitzenforschung in allen Wissenschaftsgebieten. An der Technischen Universität Dresden forscht die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler im Bereich der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen Literatur und Kultur. Sie ist Teilprojektleiterin des 2017 eingerichteten SFB 1285. Ein SFB lebt ja nicht zuletzt von seinen Doktorandinnen und Doktoranden. Die werden ja im Grunde genommen die zentralen Forschungsleistungen erbringen. Die Mitarbeit in einem SFB bietet für Doktorandinnen und Doktoranden eigentlich Riesenchancen. Zum einen, seine Dissertation nicht alleine schreiben zu müssen, also nicht in einem ganz isolierten Denkprozess zu sein, sondern im Austausch mit anderen, auch eigene Ideen im Gespräch weiterentwickeln zu können. Das ist ein Riesenvorzug von SFBs. Als Teilprojektleiterin macht man eine ganze Menge interessanter Erfahrungen. Man hat ja dann eine kleine Gruppe von den Mitarbeiterinnen in dem Projekt, mit denen man in einem permanenten Austausch und Diskurs eigentlich über die einzelnen Arbeitsbereiche dieses Projektes ist. Aber man spricht auch und eben auch mit den anderen Teilprojekten über die Schlussfolgerungen, die sich aus einem solchen Projekt für alle ziehen lassen. In dieser Hinsicht, glaube ich, sind SFBs besonders und eigentlich herausragend gegenüber allen anderen Instrumentarien, die es gibt. Sonderforschungsbereiche prägen die Karrieren von exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern maßgeblich. An der Universität Göttingen forscht der Physiker und Spezialist für Röntgenmikroskopie Tim Saldit zu neuen optischen Abbildungstechniken von biomolekularen Flüssigkeiten und Zellen. Er leitet den 2007 eingerichteten SFB 755, zu dessen Forscherkollegium auch der Nobelpreisträger Stefan Hell gehört. Zum ersten Mal in Berührung gekommen mit diesem Förderinstrument bin ich als junger Nachwuchswissenschaftler in München. Und das wichtigste und innovativste Projekt in der Zeit war der SFB-Manipulation von Materie auf der Nanometerskala. Und das war sehr verrückt. Das hat letztlich auch 10 Jahre gebraucht, bis wir das dahin bringen konnten. Das hätte man allein als kleiner Habilitant mit 2-3 Mitarbeitern nicht geschafft. Und diese Thematik ist jetzt erst in unserem SFB hier zur vollen Reife gekommen. Die wissenschaftliche Leistung ist oft sehr individuell, aber das Zusammentun, die Förderung, das Reinnehmen von Kollegen, von jungen Leuten, das erfordert solche Strukturen. Warum Sonderforschungsbereiche auch aus der Sicht der Universitäten von enormer Bedeutung sind, darüber sprechen wir mit der Präsidentin der Universität Göttingen, Ulrike Beisiegel. Zum SFB gehören natürlich immer exzellente Wissenschaftler. Und die SFBs haben natürlich einen riesen Vorteil, wenn wir auch so exzellente wie Nobelpreisträger hier in Göttingen haben. In dem Fall von Stefan Hell, der ja hier den letzten Nobelpreis in Göttingen gekriegt hat, ist es eine besonders gute Situation, weil er sich sehr, sehr engagiert für den Nachwuchs und für die Betreuung und die Diskussion mit den Nachwuchskräften. SFBs sind deswegen so wichtig, weil sie Forscherinnen und Forscher zusammenfügen, also die mit dem gleichen Thema arbeiten, dass sie ihnen Möglichkeiten geben, relativ flexibel auch über die Forschung hinaus zusammen Aktivitäten zu machen. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Instrument und ich hoffe, dass es noch sehr lange auch weiter genutzt werden kann.
50 Jahre Sonderforschungsbereiche haben dem Wissenschaftsstandort Deutschland einen beispiellosen Schub gegeben. Und auch in Zukunft wird die Förderung interdisziplinärer Spitzenforschung im Verbund einen elementaren und unverzichtbaren Beitrag leisten, von dem alle Beteiligten profitieren.